Tja, gerade in Bitburg angekommen und dann müssen wir gleich mal gucken, auf was ich mich da heute Abend eingelassen habe. Mal gucken, was wir da so Schönes filmen können. Bis gleich. Come on, baby, I want to party. Come on, right to the dance floor. I wanna swing the day off. And everybody's moving, so come on, keep on grooving. So if you want to party, come on and move your body. Come on and move your body, your body and your soul. So you can use the DJ, he takes you in control. So step into this beat now, that beat that makes you move. The movement gives you power, the power to the groove. So, da sehen wir gerade meinen wunderbaren Arbeitsplatz für heute Abend. Tja, und irgendwie habe ich heute eine Inception. Das Mischpult kenne ich ja. Komisch. Meins sieht irgendwie genauso aus, nur dass es diesmal Silber ist. Schönen guten Morgen. 5 Minuten vor 5 mittlerweile. Tja, die Disco haben wir überlebt. Und tja, jetzt geht's erstmal auf den Weg nach Luxemburg. Schnell einen Abstecher machen. Und hoffen mal, dass die Spritpreise wirklich so billig sind. Ich habe da irgendwas gehört. 1,30 Euro oder so für einen Liter, super. Ja, da träumen wir in Deutschland gerade mal von. Tja, und dann habe ich ungefähr so 270 Kilometer nach Hause vor mir. Schaut euch mal die Benzinpreise an. Kaum über die Grenze. Da träumen wir in Deutschland von. Meine Fresse, ist das geil. Ja, das heißt erstmal volltanken. Man wird es kaum glauben. Mittlerweile 6:30 durch und die erste Tankstelle, die offen hat. Also ich war jetzt gerade bis Luxemburg gefahren. Es hat nichts offen und ja, die Sprachkenntnisse, naja, da stoße ich gerade mal so ganz stolz an meine Grenzen. Englisch, Fehlanzeige. Deutsch, Fehlanzeige. Ja, und Französisch, Französisch ist bei mir Fehlanzeige. Also ergo, einmal volltanken, ein bisschen was zu rauchen mitnehmen und definitiv was essen. Jetzt kann ich endlich nach Hause fahren. 6.40 Uhr. Und ja, ein bisschen Tabak geholt. Jetzt mal unter uns, ne? Geil, 200 Gramm für 14,95 €. Da muss ich mir gleich 2 Dosen mitnehmen. Und 2 Schokocroissants noch für auf dem Rückweg, um ein bisschen was zu knabbern. Also für die Verpflegung ist gesorgt. Tja, und wenn es dann gar nicht mehr anders geht, die habe ich noch von meinem Schatz gekriegt. Die werde ich mir schön unterwegs genehmigen. Meine Fresse, ey. Gut, merken, die Tankstelle hat morgens ab 6 Uhr offen. Alle anderen sind noch am Schlafen. Dementsprechend hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, ich weiß nur, wenn ich gleich so gegen 9 Uhr im Bett sein werde, ich werde umfallen. Ich werde nichts mehr machen. Ich werde mich nur noch hinlegen. Mal gucken, wann ich aufstehe. So, jetzt bin ich raus und mach Winke, Winke. Bis zum nächsten Video und tschüss.